Einen wunderschönen guten Abend, meine Nein. Damen und Herren. Okay, nochmal. Und herzlich willkommen zu Part Nummer 4. Und ich muss ein Intro machen, es ist verkackt. Einen wunderschönen guten Abend, Freunde. Und herzlich willkommen zur bärtigen Claire, die aussieht, als wenn sie Stoppelbärtchen da unten hätte. Siehst du, wie ihr Mündungslauf in dein Gesicht zeigt? Hör mal, die hat einen stabileren Bart als ich. Das macht mich depressiv. Hoch die Leiter. Wir befinden uns im Part Nummer 4. Und jetzt haben wir Sherry gerettet. Und jetzt gucken wir mal, wo die abgeblieben ist. Willkommen zurück. Schöne Einleitung. Nicht wahr? Aber jetzt kommt so einer der sehr atmosphärischen Teile von Resi 2. Ich finde, diese Ecke da ist so gruselig, klaustrophobisch. Du weißt, was ich meine, ne? Du meinst so, wie wenn du bei dir in den Keller gehst und Pommes holen? Ey, mittlerweile sieht mein Keller richtig edel aus. Der alte Keller, okay, da hättest du wirklich Pommes irgendwo in der Ecke gefunden. Oh. Den hatte ich ganz vergessen. Ich weiß noch, wie früher in Köln, wo die Tiefkühltruhe hinten im Lager war und du im Dunkeln Pommes holen musstest und Angst hattest, weil du gerade Ja, Resi gespielt ja. hast oder so. Weißt du, und er so ganz dekadent, weißt du, in der Butze auf dem Bett. Hummer, Pommes, du Wichser. Ja. Der König hat Hunger. Und so saßen wir dann über unseren Pommes-Tellern. Ja, bei den ganzen Soßen oder wo wir Currywurst geholt haben, sah es auch so aus. Boah. Soll ich dir mal was Geiles verraten, außer das Arschloch-Schwänzchen, was er da hat? Ich hab auch meinen Penis so hinten dran einfach. Wenn du kommst, macht Lisa uns mal eine Currywurst und der Hauptbestandteil davon ist Cola Zero. Und wenn du jetzt denkst, das ist richtig ekelhaft, das schmeckt richtig gut. Das schmeckt voll nach Currywurst. Du glaubst das gar nicht. Und das ist gesund. Also so gesund wie Cola Zero halt sein kann, ne? Ich wollte es gerade sagen, ey. Ey, aber pass auf, an alle, die jetzt zuhören. Chris und ich haben vor ein paar Monaten eine Wette gemacht, dass ich bis Weihnachten es nicht schaffe, von 98 Kilo auf 80 runterzukommen. Und wir reden hier über 10 € PSN, ja, der Einsatz ist hoch. Und ich bin jetzt auf 88 Kilo runter übrigens. Bin da fleißig am Hungern, der Junge. Ey, ich trinke einfach nur Cola Zero anstatt Cola und snack einfach nicht mehr wie so ein ekelhaftes, fettes Stück. Dass ich mal war. Und jetzt geht's. Also 10 Kilo sind schon runter. Warst du nicht fast bei 100? Ich war bei 98, ja. Noch 2 Kilo mehr und ich Nee, wäre dreistellig wir haben aber geworden. 80 gesagt, oder? Ja, ich bin bei 88. 8 Ja, Kilo fehlen noch. okay. Das klang gerade wie so, mir fehlen noch 2 Kilo oder so. Nö, aber ach, ganz zur Not 10 € PSN-Karte schneide ich mal kurz den Fuß ab. Bin da krankenversichert. Autopsiebericht Nummer 53477. Name des Verstorbenen Justin Hansen, männlich, weiß, 39 Jahre alt. Piep, piep, Autopsie. Beobachtungen. Vom Personal tot im Bett seiner Gefängniszelle aufgefunden. Hände aufgrund der Leichenstarre zusammengeballt. Sollte bald nachlassen. Wahrscheinlich nach Löschung des Lichts verstorben. Der Verstorbene war ein Kleptomane, der mehrmals in Haft saß. Unglaublicherweise klaute er sogar im Gefängnis weiter. Wobei das nur seiner klinischen Diagnose entspricht. Hast du mal eine Kippe? Bist du das, Justin? Er ist es. Der hat schönere Haare als die eine aus Resi 3, ey. Ja, ne? So, wo war denn das hier? Shit. Gott, dass die in gefühlt jedem Resi wie so eine Leichenkammer machen müssen. Das haben sie in Resi 7 auch gemacht. Oh, Bert und seine Hauptsache, Freunde. du machst auf. Sie so, und du so, lässt das Ding einfach auf. Endlich ein bisschen Rotkohl hier. Weißt du eigentlich, wie schwer es ist, in NRW einen Dönerladen zu finden, der Rotkohl hat? Okay. Ja, Also in den zumindest. Großstädten haben die Döner sowieso so seltsame Zusammensetzungen verglichen mit hier. So, in der kleinen Stadt, sage ich mal, habe ich festgestellt. Ja. Auch in Berlin ist total komisch. Da ist dann irgendwie nur Hähnchenfleisch und ganz komisch. Ja. Und nicht, wenn du Doppelfleisch sagst, dann sagt er einfach, okay, Bruder, scheiß auf Salat.
Es ist nur so viel Platz in der Dönertasche. Da muss halt der Salat weichen. Kill ich den? Der steht sonst nur im Weg nachher. Möge der Headshot mit uns sein. Aua, das war mein Lieblingskopf. Wird mal wieder Zeit für einen Jägermeister, du ziehst daneben. Oh, nice. Meine Glückswaffe. Salz über die Schulter werf. Lügt doch nicht, das liegt am Jägermeister, was du gerade getrunken hast. Ich hab das doch gesehen. Meinst die Apfelschorle? Oh ja, entschuldige bitte, Ich freue natürlich. mich, freu mich schon auf den Apfelschorlen-Stream. Das steht dann in der Überschrift. Sprudel mit Apfel. Sprudel mit Schuss. Wie er wie so ein Fashion-Model hängt. Aha, ich bin so kawaii. Ach, der ist in seinem Mund? Nee, der liegt hinter ihm. Ja, hat er hinterm Ohr versteckt, der Gauner. Gut, dass ich an der falschen Seite bin. Ich wollte gerade sagen, da hast du ein bisschen mehr Probleme, da rauszukommen. Ich dachte, die machen das so, dass du rumlaufen musst, aber ich habe schon wieder zu fies gedacht. Wenn ich Spieleentwickler wäre, würde ich das so machen. Ab absolut. Tschüss. Jetzt Ich wird's finde es Zeit. interessant. Ich wollte gerade sagen, ich finde es jetzt Zeit, dass dir der Arsch aufgerissen wird. Wenn ich das Spiel schaffe, ohne zu sterben, kriegst du deine PSN-Karte nicht. Neue Regel. Kleiner Scherz. Naja, du bist schon gestorben, von daher okay. Den Kopf geschüttelt hat gerade. Nee, da gehe ich nicht nochmal rein. Nee. Ich habe versucht, zickzack zu laufen, damit er mich nicht anspringt irgendwann. Jo, hat auf jeden Fall gefloppt, du. Fluppidi-flupp. Jetzt noch nicht um die Ecke rennen. Was ist das denn für ein Bullshit? Ja, ich bin mal böse. Töte ihn, los, ich brauch die PSN-Karte. Das. Ich sagte, töte ihn, ich brauch die PSN-Karte. Was war das denn für ein Bullshit? Habe ich aus der Tür raus schon einen kleinen Schritt zu viel gemacht? Oder ist das Ich glaube ja. geskriptet? Das kann natürlich so, entweder das oder weil du draußen gelaufen bist. Ich trinke jetzt aus der Pfütze und bin traurig. Stell dich rein und lass dich duschen davon. Der erste Hoy Angel heute. But you're not really fine, but you can't get into it, because they won't understand. So geil. Echt so? Okay, wir haben jetzt den Karo-Schlüssel. Und ein rot-blaues Kraut. Geil. Das kannst du dir ins Gesicht reiben, dann bist du America. Fuck yeah. Going again, just have the motherfucker. Yeah. Oh, das ist noch ein blaues Kraut. Komm, wir machen den ganzen Inventar nur mit blauen Kräutern voll. Ich wäre froh, wenn ich mal einen Inventarplatz finden würde. Wie wär's mal mit einer Tasche in diesem verdammten Run, ey? Na toll. Ist auch noch groß. Warte mal, was hat er da liegen lassen auf dem Teller? Was ist das? Zeig ich mir mal. Was ist das? Sieht aus wie verwestes Schnitzel oder sowas. Und die Kippen rechts hat er auch nicht aufgegessen. Was ein Opfer, ey. Da scheint morgen aber nicht die Sonne. Ja. Oh, guck mal, rechts auch noch ein Teller kippen. Wie viele Teller kippen brauchst du denn in dem Raum hier? Ich stehe auf die Liebe zum Detail hier, die Stifte und was hier alles hingelegt wurde, ey. Ja. Oh, dieser Regenschirm. Oh. Da liegt noch einer, wenn du dich umdrehst auf dem Boden. Da. Foreshadowing. Ja. Gleich wird's nass. Du meinst, weil es ein weißer und ein roter Umbrella ist? Nee, weil es gleich regnet. Expresslift zum Chefbüro. Unbefugt ist der Zutritt verboten. Ich dachte, weil das die Farben von Umbrella sind. Ach, hier nimmt Andi seine LPs auf. Gucken wir uns das mal an. Chefbüro. Ja, ich war überlegen, wie ich jetzt über Audio dir eine Brofist gebe. Weil.
Ihr wolltet es schon immer mal sehen. Ich muss erstmal kurz dieses Dings kombinieren und zeige euch an die Chefsessel und sein Aufnahmebüro jetzt hier. Kurze Frage, wenn ich kurz mal intervenieren darf, bevor du weitergehst. Stopp! Du hast da unten noch das Schießpulver, oder nicht? Ja, chill mal wegen dem Schießpulver. Kannst du es nicht mit deinem Schießpulver, was du bereits im Inventar hast, kombinieren? Ja, das dachte ich mir, dass du damit schon wieder ankommst. Mensch, Entschuldigung. Schäm dich. Das ist mein Chefsessel, das ist korrekt. Aber wo ist das schöne Poster, was hier im Original Resi 2 hing? Immer diese Wuppertaler Raccoons hier. Ja, das Poster gibt's leider nicht mehr. Das wäre so schön gewesen. Ich wohne nicht mehr in Wuppertal. Ja, komm, die paar Monate jetzt. Mach mal keinen Dicken, als ob du jetzt schon ewig da in dem Kaff wohnen würdest, wo du jetzt wohnst. Der eine Monat. Ich bin jetzt offiziell Ennepetaler. Ob das gut ist oder nicht, muss ich noch rausfinden, aber wer kennt es nicht? Ne, aber es ist ja voll die edle Gegend hier. So edel, dass sie die Mülltonnen durchwühlen, wenn du den Biomüll nicht rechtmäßig getrennt hast vom Restmüll. Darüber müssen wir nochmal intensiver sprechen. Das machen wir im Livestream, würde ich sagen. Dann erzähle ich euch, wie ich mit dieser Mülldebakel umgehe. Finde ich gut. E-Mails an Chief Irons. Polizeichef Irons, für Ihre unerschütterliche Unterstützung habe ich Ihnen einen kleinen Beitrag überwiesen. Ich hoffe, ich kann mich darauf verlassen, dass Sie Ihre Untergebenen weiterhin überwachen, insbesondere die Überlebenden der Villa. Beseitigen Sie sie, falls nötig, wie Beef. Nur weil er Blondie ist. Polizeichef Irons, ich habe Ärger mit dem Umbrella-Hauptquartier. Die Anzugträger wollen die Früchte meiner Forschungsarbeit einheimsen, aber keine Sorge. Der Sturm wird schon bald vorbei sein. Machen Sie nur weiter, was ich Ihnen sage, dann wird schon alles glatt gehen. VB. Polizeichef Irons, Sie müssen das Wachpersonal meines Labors verstärken. Ihre Handlanger sollen auf alle Verdächtigen schießen, egal ob sie getötet werden, selbst wenn es Umbrella-Mitarbeiter sind oder meine Tochter. Ich stehe kurz vor der Vollendung von G und ich will nicht, dass irgendein Arsch dazwischen funkt. VB. Polizeichef Irons, erledigen Sie Ihren verdammten Job. Ich habe gesagt, dass ich mehr Wachpersonal brauche. Ist Ihnen nicht klar, wie wichtig das ist? Was das Finanzielle betrifft, so kann ich alles bezahlen, wenn ich erst die Macht habe, vorher nicht kapiert. Sie sind nicht unersetzbar, Vibi. Warner Brothers? Ey, erinnere mich dran, dass wir nie wieder Sexrollenspiele machen. Du bist doch immer der mit der vergewaltiger Stimme, wenn es um irgendwelche Comicfiguren geht. Und du darfst jetzt wieder das Tagebuch von Irons vorlesen, aber bitte nicht wieder mit dieser vergewaltiger Stimme. Auch wenn es passt, auch wenn es thematisch nicht unpassend ist, aber. Versuch mal ein bisschen. Naja, atmosphärisch vorzulesen, okay. Naja, ist halt ein Psycho, ne, aber du hast immer diese vergewaltiger Voice. Wie letztes Mal bei dem Eichhörnchen, ey. Ja, genau die, ey. Tierpräparationstage, nein. Tierpräparationstagebuch. Was lachst du denn jetzt? Okay. Weißschniedelhirsch. Männlich. Was? Weißschniedel? Da steht Weißwedelhirsch. Was soll ich machen? Ich hab Weißschniedel verstanden. Das hab ich auch gesagt. Ach so. Weiß. Darf ich vorlesen? Darf ein Stück Apfelschorle. Du zerstörst meine Kontenance gerade. Weißwedelhirsch, männlich, ca. 6 Jahre alt. Fangort, Arklay-Berge. Länge, lang genug. 1, Länge, 1,85 Meter. Gewicht, 160 Kilogramm. Ist zwar gut. Diese dramatischen Pausen. Schön. Ist zwar gut geworden, aber ich bin diese mickrigen Viecher langsam leid. Vielleicht sollte ich mich mal anspruchsvolleren Tieren zuwenden. Sibirischer Tiger, männlich, circa 4 Jahre alt. Fangort, Region Chabarovsk. Länge, 2,89 Meter. Gewicht, 2,39,9. Bin fast gekommen, als ich ihm den gelben Bauch aufgeschlitzt habe und seine dampfenden Eingeweide herausquollen. Ich rieche immer noch nach Raubtier. Das ist das wahre Leben. Schwein. Weibchen.
22 Jahre alt. Fangort Raccoon City, Länge 1,60 Gewicht. 49,8 Kilogramm. Der Körper dieses Exemplars ist weich, schön, komplett weiß. Und er gehört mir. Für immer. War das besser? Oder willst du wieder Michi Monokuma haben? Es war auf jeden Fall beunruhigend, wie dein, wie psychomäßig dein eines klang. Man merkt die Psychorolle kannst du gut. Ja, ja. Ich, weißt du, du bist, was du isst. Und ich habe King des Monats gegessen. Oh! Entschuldigung. War auf jeden Fall besser als. Ja, ja, ich weiß, die Monokuma-Stimme. Dann hör dir am besten nicht den aktuellen Danganronpa-Part an. Da spreche ich Ibuki ungefähr so. No, Mama, Hilfe, ich weiß gar nicht, was jetzt los ist. So richtig Ron Weasley aus Cold Mirror, ey. Wingardium Leviosa. Hermine, warum trägst du eigentlich keine Brille? Du bist eine Streberin. Aber du trägst gar keine Brille. So geil. Schöne Granate rein und das ganze Reichtum von Raccoon City ist alles kaputt. Na schade, dass man das nicht zerstören kann. Wer witzig. Da glaube ich, die Lieutenant Demolition Boy, ey. Immer, da ist Tutanchamun und sein Tochter, Mann, ich weiß es gar nicht. Das ist so schick, ich will es ja auch nicht kaputt machen. Sie praisen den Hoden an, was willst du machen? Hoden ist Herz. Ach, ja, ist er theoretisch umgekehrt, ne? Brief des Reparaturservice. Ihrer Beschreibung des elektronischen Türschlosses im Polizeibüro nach muss wahrscheinlich etwas ausgetauscht werden. Wir kommen in 3 Monaten wieder. Sie brauchen Schaltschrankteile, um das Problem zu beheben. Zum Glück ist gerade einer unserer Mitarbeiter in der Polizeistation, um die Glocke des Uhrenturms zu reparieren. Wir haben ihm ein paar Ersatzteile mitgegeben und er sagt, er habe eins im Lagerraum Ost im Stockwerk 3F gelassen. Sollte etwas schief gehen oder sie mehr benötigen, suchen sie ihn einfach im Uhrenturm auf, wo er wahrscheinlich eh den ganzen Tag nur rumsitzt. Wir sind ihnen stets gerne behilflich. Ganz ehrlich, wenn ich überlege, dass ich Techniker bin und die mir Ersatzteile mitgegeben haben, ey, kann ich bei euch irgendwo eins im Lagerraum hinschmeißen? Ich meine, ich brauch's zwar oben, aber ey, ich will da verteilen, weil die müssen gleich laufen, um das zu holen. Kennst du die Trickserie mit dem Dodo? Glaube ja. Ewig her, ey. Jetzt habe ich Bock auf die Kelloggs von dem, die dreifarbigen. Hier, die, du weißt, was ich meine, ne? Also die Kellogg-Sorte hieß nicht die dreifarbigen, das wäre ziemlich doof gelaufen. Ich meine die, hier, wie heißen die? Fruity Loops. Mochte ich tatsächlich nie. Habe ich immer probiert oder so. Ja, ja, ich war immer der Kellogg's Frosty-Typ. Echt? Die Frosties war. Ich war. Oder die Smacks, die fand ich auch gut. Aber meistens Frosties. Also kann ich verstehen, bei mir war es Cinni-Minis. Oh ja, Cinni-Minis sind pervers geil. Cinni-Minis und ich bin seit geraumer Zeit schon so ein Lion-Fan. Also diese Schoko- und Karamell-Dinger. So wie Cinni-Minis nur mit Schoko gefüllt, oder was? Nee, eher so wie Kellogg's Smacks nur in Schoko und Karamell. Aber das eher ein bisschen crunchiger. Das gerade zu einem Kellogg's Frühstücks-Müsli-Podcast wird hier. Aber ich muss, das ist nur, wenn ich wirklich frühstücke. Ich bin eigentlich eher so der Kaffeekippe-Frühstücker. Und ich ersetze Kippe durch Vapor und dann ist es quasi Kaffee und Vaping. So, jetzt wieder zurück zum Spiel, Wo finde ich denn noch eine Tasche außer in diesem scheiß Tresor, ey? Meine Fresse. Findest du nicht unten im Verhörraum eine? Ich hoff's, ey. Hauptsache, der Granatwerfer weiß, ein Schuss, 2 Slots ist ein bisschen viel, aber musst du ja dabei haben. Ja, ich könnte auch das Zero weglegen, theoretisch. Ach, Claire sieht so gut aus mit dem Pferdeschwanz. So eine wunderschöne Frisur. Ganz ehrlich, ich brauche gar keine fancy Frisuren. Ein wunderschöner Pferdeschwanz ist alles, was man braucht. Da fällt mir was ein. Läufst du schnell und machst ein Meme, dass Andi sagt, ein wunderschöner Pferdeschwanz ist alles, was man braucht.
Nee, aber hier oben sind Bretter und unten ist ein Fenster. Gut kombiniert. Claire kriegt ein bisschen Cardio. Hör mal, ich würde nach dem halben Treppenabsatz schon ölen wie sonst was. Vor allem jetzt noch eine Jacke an. Lass mich raus. Bleib mal draußen, Johnny. Hallo, möchten Sie Keks? Ich bin eigentlich Pfadfinderin. Jetzt, wo wir uns hier noch in Ruhe umsehen können. Später nicht mehr. Oh, hier war ja was, ne? Ups. Let me out, da. Let me out. Da kommen wir nicht rein. Hier ist mal wieder Zeugs. Immer dieses Scheißzeugs, was man nicht gebrauchen kann. Ernsthaft? Wenn du noch einen davon findest, kannst du aber kombinieren für die Pistolenmuni, dann hast du den Platz wieder. Da links liegt übrigens auch Pistolenmuni. Oh, ich glaube, hier liegt eine Safe-Kombi. Hätte ich mal eine legit Safe-Kombi gefunden. Na, hier nicht. Verdammt. War die nicht bei Leon? War die da drüben, glaube ich. Ja, ja, genau. Ah, ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ist alles cool, da wird nichts passieren. I'm so beautiful. Aber ist geil, dass wir jetzt richtig spiegeln, was du da siehst. Ich bin noch nie nah rangegangen. Ja, aber so ein bisschen lower quality. Bisschen grisselig. Ja, das ist aber absolut. Ey, guck dir Phasmophobia an. Wenn du in den Spiegel guckst, siehst du nur die Taschenlampe leuchten. Ja, okay, wenn man mal Phasmophobia aussehen würde wie hier, wäre das schon eine Glanzleistung. Da würde ich meinen Lüfter bis nach Wuppertal hören. Das auch, ja. Okay, ich gehe mal die Wand umarmen. Ich glaube, das ist sicher in dem Raum. Lecker, brutale Bestien, die dich innerhalb von 10 Sekunden zerfleischen können. Wenn sie jetzt nur so schlau wären, wie Katzen und Türklinken aufmachen könnten. Der Licker hat gerade meine Framerate zerfleischt, ey. Ja, hab ich schon gesehen, ey. Der wollte kurz helfen, dann musst du die Spiegelung nicht mehr ertragen. So, hier. Konfiszierungsbericht. Konfiszierungsgrund. 14. August 1998. Verdächtiger Mann wurde am vermerkten Ort gefunden. Als ein Beamter ihn zur Rede stellte, spielte er den Verwirrten. Er wurde verhaftet. Eine Notiz in seinem Besitz wurde konfisziert. Wie oft kommt dieses Wort noch, ey? Anmerkungen. Es weiß zwar sowieso jeder, aber es handelt sich um Justin Hansen, 39 Jahre, ortsansässig, alleinstehend, der regelmäßig im Gefängnis einsetzt. Der unten, ne? Aus der Leichenkammer. Ja, ja. Ich habe auch langsam das Gefühl, über dem gibt es mehr Dokumente als über Umbrella, aber... Er ist zwar an sich kein schlechter Kerl, aber ein spatzenhörniger Kleptomane. Unglaublich, dass er ausgerechnet auf der Polizeistation etwas mitgehen lassen wollte. Das ist ein Papierfetzen in einer Plastiktüte. 6211. Danke, Framerate. Zieh bitte das Puder aus dem Arschloch, danke. Du kannst das Puder, was draußen liegt, noch mitnehmen für Gewehrmunition, meine ich, oder? Oder welche Granaten noch raus? Wie dieser zerbrochene Spiegel mich töten will. Ich gehe ja schon. Ganz ruhig. Wie kannst du das wagen? So, damit Andi glücklich ist. Dankeschön. Come your shit, yo! Haha. Ist voll die Chill-Episode heute, wo Zeit, dass wir hier mal gefistet werden jetzt hier. Ja. Ich weiß gar nicht, wer das tun könnte. Derjenige, der dafür sorgt. Warte mal, was ist denn, wenn du stirbst? Was soll denn sein? Wir haben geschätzt eine Zahl, wie oft ich sterbe, und dann ist es so oder ist es nicht so. Ja, du hast null gesagt. Nee, ich habe nicht null gesagt. Auf keinen du Fall. Hast vorhin null gesagt. Das war vorhin ein Witz von wegen, wenn ich gar nicht sterbe, dann ist die Wette ungültig. Das war nicht ernst gemeint. Keine Sorge. Okay, pass auf. Ich glaube, dass du weniger als 10-mal sterben wirst. Von daher sagen wir, solltest du mehr als 10-mal sterben, schuldest du mir die 10 € PSN-Karte auf jeden Fall. Komm, 10-mal. Und wenn du 0-mal stirbst, schuldest du sie mir nicht. Und von 1 bis 9 ist gar nichts. Deal? Du bist endlich voll.
Der kleine Spieljunge wieder. Komm, Alter, Gachas und so. Das Arknights-Event kommt erst übermorgen. Hier, ich hab so... Ich kann damit leben, dass du am Schwitzen bist gerade. Glaube ich dir. Ich werde den Essverhalten genau beobachten, wenn ich bei dir bin. Genau beobachten. Ich werde dir nachts ein Brötchen in den Mund stopfen. Ich muss mich beschäftigen, wenn ich meine ganzen Dailies machen muss. Dann sag ich hier, halt's einfach und spiel. Oder wenn ich dir den nächsten Anime hinschmeiße, den wir zusammen gucken, dann. Du hast den Kopf zu nicken, Claire. Kannst du es wagen? Das war seine Lieblingsmütze. What? Können hier raus? Nice! Langsam gewöhne ich mich dran. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, so ein Throwback zum Resi 2 Nightmare Run, den wir gemacht haben. Warum? Da gab es auch die Headshot. What the fuck? Und da war die Headshot-Rate auch so erhöht. Wäre an der Wand geklebt hat, da habe ich auch noch nicht wie, gesehen. Wie aussieht die Pac-Man? Können die noch ein bisschen bewegen. Komm mal weg da. Na komm. Genau. Weißt du, du musst sie nicht nur um. Das ist Teabaggen, hör auf, ey. Ich will ihn nur ordentlich auf den Boden legen. So, jetzt kann er schlafen. Wer von uns beiden ist der Psychopath, ey? Du schläfst jetzt, lass mich dich noch ein paar Mal treten, bevor du richtig liegst. Wer mit 12 Jahren Resident Evil 2 allein durchgespielt hat, muss schon ein bisschen psycho sein. Das hätte ich dir auch attestieren können. Oh, was ist da wohl drin? Ein Geschenk? Ein Sticker? Ja, so ein Zauberwürfel. Ah, toll, was soll ich denn mit dem Rubik's Cube, ey? Musst du die Möpse eigentlich zensieren? Nö. Da kann ich sogar drauf starren. Thumbnail confirmed. Weißt du, irgendein Praktikant saß da und sagte, boah, du arbeitest bei Resi 2 dabei. Und der so, oh mein Gott, endlich, was darf ich machen? Also die haben da... Boah, der ist gerade bewegt. Mannequins und du musst die Figuren animieren. Mit den Möpsen. Na toll. Wenn ich wieder drüben probiere, erstmal nochmal den Safe zu öffnen, ey. Ich brauch diese Tasche. Ist die Kaffeemaschine eigentlich voller Kaffee? Links da. Sieht so aus. Wer macht? Ja, schön mit Schaum oben drauf, aus wie Starkbier. Die ist nicht nur voll, die ist... Obwohl doch, nee, die ist nur so... Nee, die ist schwarz, die ist voll und das Weiß ist der Deckel. Aber wer macht denn eine volle Kaffeekanne? Du siehst das vielleicht nicht, aber da ist so ein Rand unten sichtbar. Aber das sieht aus wie schwarzes Glas, wo unten... Aber vielleicht ist das auch nur Kaffee. Ach, wer weiß. Wir sehen gerade Sachen, die haben die Entwickler da gar nicht reingemacht. Aber wer macht denn eine volle Kaffeekanne und sagt dann, ach, eigentlich habe ich nach den 7 Tassen, die ich jetzt gerade gemacht habe, eigentlich gar keinen Bock mehr, überhaupt alle davon zu trinken. Lass mal einfach mal stehen. So, jetzt hole ich noch einmal was. Und überlege, ob ich das erstmal wieder wegpacke. Weil ich jetzt schon gern Heilmittel dabei hätte. Ich glaube, es wird schwierig mit dem 9000 Schritte Achievement. Konnte man die sehen? Nee. Nee. Nicht. Ja, kannst vergessen, Alter. Da musst du gefühlt auf Fahrrad unterwegs sein. 12 oder 14.000 waren das, glaube ich. Oder? Weiß ich gar nicht. Da musst du echt vom Boss stehen bleiben. So, ey, ich habe genug Heilzeug, damit ich einfach stehen bleiben kann. Von daher, du stirbst jetzt. Wie viel haben wir überhaupt noch? Also, Munition haben wir auch en masse. Heilmittel nicht so unbedingt. Du hast insgesamt 4 Vollheilmittel. Das sind Rookie-Numbers. Also alles Chili-Vanilli. Bei deinem Skill kommst du da bisher gut durch. Ich meine, wenn du stirbst, wäre es echt ärgerlich, aber... Das geht runter wie Öl. Bevor er den zweiten Satz gesagt hat. Der sehr sarkastisch gemeint war. Niemals. K-
Kriegst du nicht unten gleich noch einen Schlüssel? Aber da unten war, glaube ich, auch eine Truhe, meine ich. Bei Leon kriegt man da noch einen Schlüssel. Okay. Bei ihr, glaube ich, nicht. Bei Leon kriegt ihr, glaube ich, auch Munition. Genau, oder da in der Ecke, meine ich. Ich will nicht. Gott, dieser Regen dabei, das sieht alles so wunderschön aus. Ja, ich hätte gerne noch mehr von der Stadt mit dem Setting erkundet. Naja, es hätte ja auch Resi 3 draus werden können, von daher können wir alle mal froh sein. Oh ja. Dieses Rätsel. Stimmt, da war ja was. Ich dachte gerade so, da muss ich nicht runter. Du so hin, X-Rätsel gelöst. Oh, Giselda ist schon da. Bei Resi 3 hätte das gereicht, um das Rätsel zu lösen. Das wäre schon eins der besseren Rätsel dann gewesen für Resi 3. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Boah, wie die am Chillen ist, ey. Wie ich, wenn ich von der Arbeit komme. Genauso lege ich mich auf den Fußboden. Warum ist dein Gesicht gerade so unscharf gewesen, Baby? Andi, kannst du mal die Wäsche anstellen? Oh, wenn es sein muss. Das war's. Andi, so nachdem er die Wäsche aufgegangen hat, ich kann nicht mehr. Ja, yeah, so in etwa. Genauso liege ich dann auch einfach im Wohnzimmer auf dem Fußboden. Erledigt. Tschüss. Sie waren da unten keine grünen Kräuter? Doch. But not worth it. Ich töte den jetzt nicht, um Kräuter mitzunehmen, obwohl notfalls kann ich da noch hingehen. Den musst du ja auch nicht töten. Ja, aber ich kann auch sterben und du freust dich. Ja, aber ich meine, ich hab's geschafft, also. Aha, freu dich. Ich werde jetzt nicht sagen, dass du runtergehen sollst, um deine Männlichkeit zu beweisen, aber. Ich bin Claire, ich brauche keine Männlichkeit beweisen. Das ist eine gute Antwort, von daher die nehme ich. Das ist aber lieb von dir, Xy, dass du den von uns aus dem Weg geräumt hast. Gott, die Mucke ist aber so richtig angsteinflößend, ey. Das ist Andi, wenn er seinen morgendlichen Kaffee nicht kriegt. Gib mir den Kaffee. Fuck. Vergiss mich schnell, er ist auf Hardcore. Falcon Punch! Diese Schritte aber auch immer in deinem Ohr, das ist richtig angsteinflößend. Kommt richtig gut. Weiß gar nicht, kommt er ins Büro? Oder kommt er ins Büro hinterher, oder? Versuch's. Mehr als sterben kannst du ja nicht. Xy, ich muss mal kurz den Safe öffnen. Spielstopp, das hier ist dein Safe-Raum. Hast du das Regelbuch nicht gelesen? Hast du eigentlich ein Auge drauf, wie lange wir schon aufnehmen? Wir sind auf jeden Fall nicht zu weit drin. Wir haben immer das Gefühl, dass wir so schon so viel machen und dann sind es doch nur wieder 39 Minuten. Ja, yeah, deswegen. Ich hab so das Gefühl, dass wir schon im zweiten Part sind oder so. Machen wir es mal nach Gefühl heute. Ja. Wo war denn dieser Zettel? 6211 oder so. Da ist er. Da ist er, 6211. Ich muss nur sein, bevor Xy hier reinkommt, ey. Der hat gerade die stille Treppe. Was kriege ich denn hier nochmal? Munition. Oh nein, sag nicht das für die Waffe, die ich nicht nehme. Ihr wollt mich verarschen. Hallo? Munitionsclip in Revolver? Genau so muss das laufen. Okay. Herzschlüssel. War. Unten. Xy, bleib schön da. Der überlegt noch, wie ob er das gebrauchen kann. Ich habe eigentlich keine Waffe, aber schon eine schöne Munitionserweiterung. Oh shit. Oh Gott, no. Marvin. Das vergisst du vor allen Dingen die Dreiviertel der Zeit immer, dass er dann aufstehen kann. Shit, das kann ja auch die Xy hervorrufen. Okay, neuer Versuch. Ich gebe den Tipp, es ist nicht 6211. Nee, ist immer mit 15,97, aber ich weiß die Reihenfolge nicht ganz. Oh.
Ja. Die Drecksau. Ja, ich weiß das eigentlich nicht, also ich hab das nie gemacht. Klick, erster Versuch. Oh, ich bin voll überrascht. Da hab ich letztes Mal 15 Versuche gemacht, wo nichts funktioniert hat. Irgendwie so war das. Ich weiß das schon gar nicht. Klick, erster Versuch. Oh, ha. Andi, hast du mich gerade? Nö, ist okay. Ich verzeih dir. Okay, jetzt bin ich aber an der falschen Seite. Oh, da riecht noch Mr. X. Hallo, ich hab gehört, sie haben ihre Stromrechnung nicht bezahlt. Wie, du hast das Erweiterungspack ohne mich geholt? Ja, Hauptsache er läuft durch den Stuhl durch, ey. Hauptsache du wartest erstmal, bis er angekommen ist und dir seine Visitenkarte gegeben hat. Konnichiwa, Mr. X, Amadeus. Hier ist meine Visitenkarte. Xi, das ist Unfall. Da darfst du ja nicht rein. Hier darf ich nur gehen. Andi hofft gerade auf den ersten Tod. Ich weiß es. Nein, alles gut. Das ist übrigens nicht der härteste Raum. Der ist hinten rum. Fuck, ich hätte ja doch hinten rum gehen können. Hätte ich dir das sagen können? Vielleicht. Habe ich es getan? Nein. Achtung, der ist einer hinter der Ecke. Zombie. Da links übrigens auch, genau. Okay. Aha, von überall schreie. Ganz ruhig, Leute. Das machst du sehr gut, okay. Nicht vergessen, den Granatwerfer durchzuladen, oder hast du keine Granaten dabei? X kommt gerade den Gang runter, wo ich gerade war, ey. Ich habe gerade keine Granaten, aber okay. Ich finde jetzt hier eine lose Granate. Und meins. Du kannst übrigens einen Schlüssel wegschmeißen gerade, ne? Damit du einen Inventarplatz hast. Guter Tipp. Genau. War hier noch ein Dokument? Nee, ne? Nee. Glaub, irgendwo waren aber zum Saven, aber... Ich bin nicht hier, Xi. Das Licht ist einfach so angegangen, ich weiß nicht. Also wenn er jetzt vergisst, dass ich hier bin, wäre krass. Normalerweise kommt er immer hier, also mit Leon... Im R-Run kommt er eigentlich immer hier rein, wenn man hier die Tür nimmt und dann das Item nimmt, dann kommt er, hallo, ich bin zufällig da. Vielleicht, weil du ihn schon getriggert hast, kommt er nicht nochmal. Der ist gerade im nächsten Raum. Aber dann müsstest du eigentlich seinen Stapfen hören, wenn er. Okay, never mind. Warum bewegt er sich schon wieder? Ich muss mal kurz durch hier. Nice, gut gelöst. Und er so, du hast meinen Hut weggehauen, du Wichser. Du hast mal einen 360 in der Chase gemacht, ey. Oh, hi, Mark. Okay, ich weiß nicht, wie sicher der Weg hier unten gerade. Ich muss ihn ja mal loswerden. Obwohl, muss ich eigentlich gar nicht. Bibliothek oder was? Ich habe ja eigentlich alles gekillt. Hau mal Marvin um. Warum läuft er heute nicht alles durch? Normalerweise kann er so einen schönen Bitch-Schlepp machen. Das ist unfair, Mr. X. Du cheatest doch. Jetzt, wo du keinen Hut mehr auf hast. Zeit für den Eiertanz. Gib ihm. Boah, ist das eng, Alter. Der hat den schon in den Nacken gehaucht. Falsche Richtung. Oh, ja. Stimmt. Oh. Ich dachte, ich muss ihn nochmal wegziehen, aber ich hätte einfach rumlaufen können. Na lol. Pisser, ey. Wie er die Leiter abkämmt, ey. Jetzt kannst du aber einmal ganz gemütlich hinten rumlaufen, genau. Kleiner Camper, du. Ist so. Na komm, chase mich. Granate wäre jetzt nicht schlecht.
Aber Gott sei Dank kann er zumindest nicht in den Uhrenturm reingehen. Oh nein. Risiko. Ring! Boah. Er stand nämlich direkt um die Ecke. Nice. Ja, ja. Das hast du richtig gehört, wie der in der Nähe war. Es klang gerade, als ob er ihn weggebumst hat. So. Mm. Neckbreaker, ey. Adrenalin. Darf doch Andi mal wieder den Reparaturplan vorlesen. Reparaturplan und Polizeistation westlicher Uhrenturm. Aufgrund des hohen kulturellen Werts der Glocke werde ich einen Spezialisten für die Reparatur anfordern, weil die Informationen folgen, wenn er da ist. Bis dahin werde ich Maßnahmen zur Sicherung der Glocke betreiben, da das Joch zu brechen droht und ich kein Sekundenkleber mehr dabei habe. Schöne Maßnahmen, die übrigens gemacht haben. Die halten auch so lang. Das ist wie, wenn ich eine Hauptplatine offen lasse und du musst sie einfach nur berühren, um kurzen zu kriegen. Und meine einzige Sicherheitsmaßnahme ist, das Ding zur Wand zu drehen. Wer da draußen rumstapft. Hätte ich doch nicht so Angst vor Uhrentürmen. Ja. Das ist schon lange tot. Das ist ein bisschen, das ist fast schade, dass ich nicht reinkommen kann, weil man wirklich so ein... Was macht der da draußen, Alter? Ich hab schon ein paar kaputt gemacht, komm bitte raus, hier ist alles sicher. Als ob er mich hören würde, aber durch die Barriere nicht reinkommt. Mhm. Was er geil finden würde, ist, sobald der Glockenturm runter, also sobald die Glocke runterknallt, dass er ab dann in den Raum rein kann. Das wäre mega witzig, wenn die es einprogrammieren würden, aber... Ja. Da war oder übrigens doch noch eine Figur, die du abschießen kannst, glaube ich, oder? Da jetzt links, habe ich ihn verguckt. Du Fuchs, du. Oder sollte ich sagen, du Raccoon, du? Ja, ja, hör mal. Habe ich doch richtig im Augenblick gesehen. Hallo, hier wird gerade ein Rätsel gelöst. So geil. CDAG. Ah, geizige Arzige. Das ist ein eingeborener Stamm in Mikronesien. Guck mal, das ist unsere Titelmelodie. Dö, 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 dö. Und die Leute denken sich, was für ein scheiße Name. Ja, ja, ja. Leute, gönnt euch die Ferienbahn. Es ist so ein geiler Scheiß. Und alle so am Googeln, geizige Arzige. Ich wüsste noch nicht mal ansatzweise, wie man das buchstabieren sollte, wenn ich es mal suchen würde. Guck mal, wir brauchen gar keine Ausbildung im mechanischen Uhrenwerk. Wir reparieren das einfach so. Was ist denn daran mechanisch? Das sind Zahnräder. Du musst die Zahnräder nur entpuzzeln, das war's. Ist alles gesichert hier! Kann nichts passieren. Ich sag ja, wir haben es perfekt repariert. Mhm. That worked. Oh, zu schade, Garantie ist abgelaufen. Hm? Claire steht mir bei. Und Mr. X, ich will immer noch rein. Immer diese Riesenverpackungen, ey. Hm? Der steht gerade vor der Tür und hat sich einen Kaffee gekocht. Und wie geht's dir so, Jeff? Ja, seit ich Zombie gewesen bin, ist meine Alte nur noch hinten auf der Straße. Das einzige Model da. Wo ist der Zombie hin? Da hinten? Nee, oder? Doch, das ist der. Weil als du rausgekommen bist, ist da keiner gespawnt. Jetzt locke nicht noch an. Das grüne Kraut rechts mitnehmen, genau. Easy peasy und dann weiter geht's. Easy peasy lemon squeezy. Hauptsache ganz schnell bum bum, ich komm raus. Stille. Psst, Jeff, er kommt. Er kommt. Müssen wir da Gruselatmung machen. Du Fotze. Das sah aber auch so laufbar aus, ey. Ja, das war so, ne, gerade so. Ja. Ich mein, es war unsicher, klar, aber... Jeff hat sie, los SWAT-Team, rollt aus. Immer noch verdammt ruhig. Also Mr. X ist vorhin dann angelaufen, du hast ihn kurz stapfen hören. Ja, vorhin, wo ich drin war, war der ganze Zeit draußen, komm ich rausgegangen, war Totenstille. Ja, ja, aber kurz bevor der dich, oder nachdem er dich gerade gegrabt hat, hast du ihn draußen laufen sehen, kurz. Ich hab grad mega Glück, dass der
bei dem Geräusch nicht wieder angekommen ist. Okay, nehme ich. Meine Lucky Number Gun, die ich dabei habe, hilft mir immer. Ja, ja. Die ist richtig gut. Kleiner Glücksblinger. So, ich glaube, du solltest mal Glück saven. Würde ich auch sagen. Ein Zwischenspeicher vor dem, was jetzt kommt, wäre nicht so schlecht. Und dann können wir das, was jetzt kommt, im nächsten Part ganz entspannt durchziehen, Freunde. Was? Wir sind doch noch nicht durch, oder? Wie spät haben wir denn? Nee, lass mal mein Gefühl. 10 Minuten haben wir noch. Ich will trotzdem mal zwischenspeichern. Herzlich willkommen zum 1 Stunde 15 Part. Nee, das haben wir das letzte Mal auch gedacht, Alter, dann waren es kaum 40 Minuten. Ihr seht, wie lang dieser Part ist. Also, wir wissen es beide nicht. Ich schätze jetzt, ich habe auf keine Uhr geschaut, ich schätze, wir sind mindestens bei 45 Minuten gerade. Ich würde eher schätzen 35. Okay. Und ihr unten guckt gerade ins Video und seht, die sind so doof. 20 Minuten sind erst rum, lol. Trollololol. Oh shit, wir müssen ja... Wir wollen ja noch gar nicht aus dem Polizeirevier raus. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Dann müssen wir wohl nochmal hoch. Nimm kein Heilzeug mit, das lohnt sich nicht. Ich glaube, er ist oben. Hallo? Achso, ich hab gut, da ist Kaffee für mich in der Kanne. Kennt nicht das orange Bier. Das ist der neue Whisky von Hasseröder. Das ist die Hasseröder Kinderbrause. Darf der hier auch nicht rein? Nee. Das ist ein Safe-Raum, ne? Ja. Wo spawncampt der denn jetzt schon wieder, ey? Keine Ahnung. Ich höre es gerade überall irgendwie. Ja, ja. Kannst du da runter? Danke. Nicht über Leon. Ah, boom. Sie ist halt nicht so dick wie Leon, was willst du machen? Leon und seine Donuts, ey. Rotes Kraut. Kannst du direkt kombinieren. Man soll ja nicht sagen, ich bin nicht hilfreich. Sonst so dumme Kommentare. Was für ein schöner Fahren. Da würde Garfield direkt lecker drauf beißen. Und dann müsste er gerade hin. Hier bist du! Verdammt! Liebe ist das, wenn du ganz viel Pech hast, so zwei Mr. X spawnen lassen kannst. Weil es gibt ja einen für die linke Hälfte des Spiels und einen für die linke Hälfte des RPDs und einen für die rechte Hälfte. Und die patrouillieren da immer randomly rum. Normalerweise, wenn einer auftaucht, geht der andere weg. Sorry, was wolltest du sagen? Alles gut. Gucken, wie viel Glück wir jetzt haben, oder nicht? Weil jetzt kommt auch wieder so eine Sequenz, wo er eigentlich immer kommt. Marvin hat die Fresse. Aber I'm a lonely zombie. Aber meine Frau mag meinen Knochen. Wie sie liegen, ey. Wir haben Party gemacht und er hat ihren Kopf abgebissen. Das ist dieses Planking, von dem ich gehört habe. Obwohl, der Weg, den ich jetzt nehme, glaube ich... Nee, ich kenne einen anderen Weg, der ist besser. Da oben könnten jetzt mehrere Licker sein, da ich keinen Bock drauf, ey. Scheiß Chris, muss ich dann der Cardio machen wegen dem, nur weil er sich permanent umentscheidet, was seine Wege angeht. Und hier ist sogar genau die Tür. Ich Dummerchen. Ich wollte wieder ein Stockwerk zu hoch gehen, ey. Oder? Haben wir die... Ja, die haben wir schon geöffnet. Da rechts ist übrigens... kein Platz. Sagte er und nahm das extra Magazin für die Knarre mit, die wir in die benutzen werden. Wo kommt der X jetzt her? Ich glaube aus der Bibliothek. Nee, gib mir die Taste. Ich muss mir eine Tastatur bauen. Ich glaube an dich. Wenn er jetzt auch nicht kommt. What the fuck is going on here? Normalerweise kommt er immer, wenn man in den Raum da reingeht. Auch bei Claire A? Nö, also ich... Ich kenne da so immer, wenn ich da reingehe, egal welchen Modus ich spiele. Ja, wenn man auch meistens kommt, also, kommt Leon A. KW gespielt, hm? Du, ich habe schon alles viel mehr gespielt als du, glaub mir. Da möchte ich dir keinen Abzwang leisten. Ich habe Claire schon intim behandelt. Du hast doch noch ein einzelnes grünes, da draußen liegt noch ein rotes. Bevor du hier eh nie wieder reingehst.
Hier liegt überhaupt noch Zeug rum. Hier liegt ein Brief, den wir noch nicht mal gelesen haben. Wo machst du das? Guck mal, da steht die Safe-Kombination drauf. Lol. Du darfst nochmal die Ehre haben. Internes Memo. 22.09.1989. Interne Bürobedarfsverlegungsmitteilung. 98. Halt dein Maul. Hitzebeständiger Tresor mit 3-Zahlen-Schloss. Von STAR, fick dich, geh zurück. Okay, ist nicht so wichtig. Hallo, das Zahlenschloss. Ich habe gerade den Damen und Herren davon erzählt. Guck mal, Weskers gute Nacht-Lektüre hier. Sieht ja aus wie Weskers Schimmel-Lektüre. Chris, da vorne ist ein rotes Kraut. Dies kannst du mit dem grünen kombinieren. Mich kotzt das schon wieder an. Ich habe keinen Platz für irgendwas hier. Ja, nimm das rote mit. Du und dein, bist du Sheldon bei den Kräutern oder irgendwas? Muss alles kombinieren. Entschuldigung, dass ich die aus einem normalen Heilmittel vorher. Das sah gerade geil aus, ey. Das Lighting auf der Leiche. Richtig cool. Richtig cool. Lock mal lieber den Licker an, der hinter dir spawnt. Das sah gerade aus, ob er noch atmet, ey. Tut er auch. Aber das ist klar, die atmet. Oh, dieser Regen, ey. Provozieren wir mal unser Glück. Du willst so schnell in den Safe-Raum unten. Muss ich. Ah, und unser Glück verlässt uns. Ich höre schon. Das wäre es jetzt aber auch gewesen, ey. Wenn der jetzt gar nicht mehr gekommen wäre auf einmal. Irgendwo ist er auf jeden Fall gerade. Nimm die Bohnermaschine und reite in den Sonnenuntergang. Die ganzen geplatzten Köpfe, ey. Und Mr. X denkt sich so, what the fuck? Ein Zeugnis deines Glücks. Das ist echt so. Ach ja, die können wir ja gleich mal loswerden. Oh nein, nicht schon wieder. Ich glaub an dich. Also. Okay, das wäre zu einfach gewesen. Also, während Chris gerade versucht, dieses Rätsel zu lösen, wird dieser Part auf jeden Fall Überlänge haben, aber... die Resi-Parts kommen ja aktuell nicht so ultra regelmäßig, von daher fluktuieren die auch ein bisschen der Länge. Oh, du bist schon fertig? Darfst gerne noch weiter erzählen. Ich lausche dir gespannt. Ja, und wir arbeiten daran, dass Chris jetzt mal das erweiterte Magazin endlich in das Ding reinpackt, weil er braucht er sowieso nicht. Guter Junge. Wo war denn noch der letzte? Ach, im Keller. Brauchen wir erstmal nicht. Und dann holst du jetzt die Tastensachen, packst sie da rein und gehst hoch und nimmst das Polizeiabzeichen für... Ja, dann geh halt weg. Ja, wir haben einen Türsteher. Er ist schüchtern. Kann er mal die Licker aus dem Weg hauen? Der geht sich nur kurz das Snickers aus dem Automaten ziehen. Dude, hier warst du doch gerade erst. Der Stealth Master kommt nie darauf, dass ich hier bin. Ich glaube, wenn du die Tür aufmachst, klatscht er dir eine. Wie er da steht. Ich tue jetzt so, als wenn ich gar nicht da wäre. Was war das gerade? Da hat er, glaube ich, gerade einen Licker weggeklatscht, oder? Nee, da lagen nur Zombies im Weg. Hm. Mutig. I have to be brave for my fallen brethren. Oh, was ist denn los hier? Ich rechne eigentlich mit dem Licker direkt vor der Tür. Hauptsache, du bekommst... aber er kann ja hier reinkommen. Ja. Hauptsache, du bekommst so ein Runway dahin, 103. Da ist ein Kneif drin, Junge. Ein Kneif. Was gab's noch? 203. Guter Junge. Oh! You're welcome. Noch irgendwas mit der 3? Oder? Nicht nee, wirklich, ich glaub, das war's erstmal. Mr. X, habe ich da einen Spind gehört? Das war mein Lieblingslocker. Muss ich nur noch mal ins Stars-Büro. Da hab ich endlich Platz, ey. Gott sei Dank. Wurde mal Zeit, ey. Ja.
Bitte, Mr. X, tu keinen Scheiß jetzt. Oh, er hat ihm den Arm abgetreten. Echt? Hm? Dir fehlt der linke Arm. Crazy Typ. Der Mr. X. Jetzt so eine Lachschleife einspielen. Der Xy. Find die Alte nicht. Erstmal den Arm wegtreten. Nenn mich Snake. Mr. X hat keine Ahnung, wo ich bin. Weißt du, ich stell mir gerade einfach nur vor, wie du auf dem Boden liegst und wie so eine Schlange hier lang kriegst jetzt. Weißt du, wie Ewigkeiten ich in dieser Scheiße gehangen habe, so rauszufinden, dass das ein verfickter USB-Stick ist? Und unten müssen wir den ja auch noch einsetzen. Meine Fresse, ey. Noch so viel zu tun. Das können wir später noch machen. So, erstmal Resident Evil 2 spielen hier. Das wäre mega witzig, wenn die sowas eingebaut hätten, wie früher bei Day of the Tentacle, dass du Maniac Mansion spielen konntest oder so. Ja, yeah, ja, das wäre richtig geil. Irgend so ein kleines Minispiel oder sowas. Aber eher Capcom, die extra Mile dreht, explodiert das Hauptquartier, ey. Kannst du vergessen. Brief an die Stars-Mitglieder. An meine lieben Stars-Kameraden, wie läuft es denn bei euch auf der Station? Müsst ihr euch immer noch mit dem alten Irons herumschlagen? Ich komme gerade von einem heißen Date. Ihr könnt euch sicher gut vorstellen, was wir unter ihrem Regenschirm getrieben haben. Zwinker, zwinker. Europa ist fantastisch. Ein Monat reicht bei weitem nicht, um auch nur an der Oberfläche zu kratzen. Vielleicht verlängere ich meinen Urlaub ja um weitere 6 Monate. Ich muss eh nie arbeiten. Barry wage es gar nicht, mir nachzukommen. Wir wollen doch schließlich nicht all die süßen Mädels hier zum Heulen bringen, oder? Überlass die Bräute ruhig mir. Jill, wenn Claire versucht, dich zu kontaktieren, richt dir bitte aus, dass es mir gut geht. Chris Redfield, 29. August. Weißt du, ich habe gerade einen Blick in ein alternatives Universum werfen können, wo du ein richtiger Fuckboy bist und genauso klingen würdest. Oh, dann habe ich dich weggerotzt, Alter. Richtig über den Pisser gerissen, die Pfund, ey. Fuckboy Chris ist jetzt mein Lieblings-Hashtag. Ja, in dem Universum bist du der Bücherleser. Ach, als ob du Bücher lesen würdest. Natürlich. Comic-Kräfte zählen nicht. Ich bin enttäuscht von dir. Wie sehr du mich kennst. Hast du George Orwell? Ich habe schon Bücher gelesen, da war dir die Textbox im Adventure zu viel. Bitte, wer von uns beiden hat George Orwells Farm gelesen? Wow. Welches Buch wurde ich in der Schule gezwungen zu lesen und hab's auch nicht getan? Aber ich tu mal so, als ob ich's getan hätte. Nein, pass auf. Ich hab auch abseits von der Schule Bücher gelesen, wie Der Richter und sein Henker und so eine Scheiße. Aber ich musste mich auch durch Effi Briest quälen, was wirklich das letzte Fünkchen an Bücherliebe in mir gekillt hat. Aber Hörbücher liebe ich über alles, hm? Okay, Effi Briest ist der größte Scheiß. Effi Briest ist einfach nur ekelhaft, ey. Aber wie gesagt, Hörbücher beste. Was, überlegst du gerade, dass wir schon bei einer Stunde 10 sind? Bestimmt. Entspann dich mal, sind wir sicherlich nicht. Wenn du daraus übrigens 2 Parts machst, dann reiß ich dir den Arsch auf, weil dann wirkt das so, als wenn ich voll falsch liegen würde. Nee, wird ein Part. Dadurch, dass ihr jetzt länger warten musstet, könnt ihr mal richtig erleben, wie Andi mit seinen Büchern protzt. Spult doch bitte mal zurück auf die Stelle, wo ich gesagt habe, dass wir 45 Minuten drin sind und schreibt, wie viel es gewesen ist. Du musst speichern. Willst du es unbedingt ins Gesicht gerieben bekommen, dass du total daneben liegst? Weißt du, jetzt ist er dann auch cocky. Und wenn ich dann gewinne, sagt, da war eh nur Spaß. Ja, ja. Wenn man so viele 10 Euro PC hat, dann geh ich wieder Bräute aufreißen und geb dir deinen Bibliotheksausweis zurück. Du kleiner Fuckboy, hey, so viele PSN-Karten kann ich gar nicht kaufen. Ich gerade alle Geheimgänge nur zu Mr. X. So, wo ist die Bitch? Ich will sie nur einmal abschlecken. Tja, X, du kannst dir nicht rein. Hör auf, auf dem Klo zu sitzen, ey. So, jetzt beenden wir den Part aber. Sehr gut. Damit Andi noch auf Toilette gehen kann. Das, was ihr gleich nicht hören werdet, ist, wenn der Part vorbei ist, er es ausmacht und sagt, oh. Ich freue mich da schon drauf.
Das war Part Nummer 4, meine Freunde. Und wir haben sehr viel in der Polizeistation gemacht. Chris hat es geschafft, nicht zu sterben und ist Mr. X fantastic ausgewichen. Und Chris, was erwartet uns im nächsten Part? Im nächsten Part werden wir das nervigste Rätsel des Spiels lösen und die Polizeistation verlassen. Vorerst. What? Krass. Was wird uns erwarten? Wird Andi wieder Angst haben, dass ein Part eine Minute zu lang ist? Seht das beim nächsten Mal bei Resident Evil 2. Wird Chris wieder die Power Ranger Transfusion zum Fuckboy vollziehen? Wir werden es im nächsten Part erfahren. Haut da rein, Freunde. Ciao, ciao.